Wir hatten eine außerordentlich intensive, sehr sachbezogene und interessante Debatte, eine sehr ruhige Diskussion auch über die Ergebnisse der letzten Bundestagswahl und über das, was jetzt vor uns steht. Der Parteikonvent, für die, die das nicht so ganz genau wissen, hat 200 Delegierte, zum Teil auch Ehrenamtliche, also nicht nur Mandatsträger, sondern viele Ehrenamtliche aus ganz Deutschland. Er ist das höchste Gremium zwischen den Bundesparteitagen und hat deshalb auch die Möglichkeit, Beschlüsse zu fassen. Einen solchen Beschluss haben wir heute auch gefasst. Der Beschluss, den ich Ihnen jetzt vorstelle, ist von diesen 200 Delegierten mit 5 Gegenstimmen und ich glaube 3 Enthaltungen, also sehr einvernehmlich angenommen worden. In diesem Beschluss machen wir, der wird Ihnen nachher auch verteilt, noch mal klar, dass wir das Wahlergebnis annehmen. Frau Merkel hat die Wahlen gewonnen. Unser Wahlergebnis haben wir nicht erreicht. Und jetzt liegt auch sozusagen die Aufgabe bei Frau Merkel, eine Regierungsbildung herbeizuführen. Das ist nicht die Aufgabe der SPD, sondern Frau Merkel und die Union müssen entscheiden, auf welchem Wege und mit welchen Parteien sie meinen, eine handlungsfähige Regierungsmehrheit im Deutschen Bundestag zu erreichen. Die SPD ist zu Gesprächen bereit. Das hat der Konvent heute beschlossen. Der SPD-Konvent hat ausdrücklich, ich sage das deshalb, weil einige Zeitungsmeldungen oder Agenturmeldungen anders waren, der Konvent hat heute nicht den Weg freigemacht für Koalitionsverhandlungen, sondern für Sondierungsgespräche. Das ist übrigens auch der normale Ablauf bislang in Deutschland immer gewesen. Das heißt, falls Frau Merkel uns zum Gespräch bittet, werden wir die Gesprächsergebnisse auf der Fortsetzung dieses Parteikonvents vorstellen und werden dann im Lichte der Gesprächsergebnisse entscheiden, ob die SPD zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen bereit ist. Die SPD hat deutlich gemacht, auch in der Debatte und im Beschluss, dass wir nicht in einen Wettlauf mit anderen Parteien wie beispielsweise den Grünen eintreten werden, um eine Regierung mit Frau Merkel und der Union bilden zu können. Es ist ausschließlich Angelegenheit der Union, mit wem sie Gespräche führen will. Wir jedenfalls werden nicht in einen Wettlauf mit den Grünen eintreten. Insofern wird es auch keine Koalitionsverhandlungen parallel mit SPD und Grünen geben, sondern die Bundeskanzlerin und die Bundesregierung muss sich entscheiden, mit wem sie reden will. Wir werden dann, sollte es sozusagen zu einem Gespräch über Koalitionsvereinbarung kommen, also nach einem weiteren Konvent, wenn Frau Merkel dies will und wenn die SPD das auch für erfolgversprechend hält, dann werden wir Koalitionsverhandlungen durchführen, an deren Ende allerdings ein Mitgliedervotum, und zwar ein bindendes, der SPD gehört. Wir haben vor etwa 2 Jahren nach einer langen Debatte die Satzung der SPD geändert. Wir wollten weg von einer Partei, die sozusagen zu stark in Führung und Basis auseinanderklafft, zu einer Partei werden, in der Willy Brandts Wort mehr Demokratie wagen auch für die innerparteiliche Demokratie gilt. Aus diesem Grund übrigens gibt es diesen Parteikonvent mit vielen Ehrenamtlichen. Auch der ist ein neues Instrument zur Mitgliederbeteiligung. Aber wir haben auch die Instrumente für Mitgliederbeteiligung bei direkten Entscheidungen gestärkt. Und deswegen werden wir in einen Prozess dann eintreten, bei dem am Ende ein Votum der SPD-Mitglieder entscheidet, ob aus Sicht der SPD-Mitglieder Koalitionsverhandlungen erfolgreich abgeschlossen wurden oder nicht. Für die SPD ist in all diesen Gesprächen und Debatten gibt es nur eine Leitlinie. Unsere Leitlinie ist nicht Regierungsbeteiligung. Unsere Leitlinie ist übrigens auch nicht, Angst davor zu haben. Wir gehen selbstbewusst in die Gespräche, sondern unsere Leitlinien sind die Inhalte sozialdemokratischer Politik. Von all den Themen, die Sie kennen, die im Wahlkampf verhandelt wurden, haben Sozialdemokraten durchaus trotz des nicht ausreichenden Wahlergebnisses den Eindruck gehabt, dass das in der Mitte der Gesellschaft liegt. Diese Inhalte werden wir zum Gegenstand der Gespräche machen. Wir haben sozusagen einen Auftrag für einen Politikwechsel gegenüber der bisherigen CDU-CSU-FDP-Koalition zu sorgen, in vielfältiger Weise, insbesondere auf dem Arbeitsmarkt, bei Löhnen, bei der Entwicklung auf dem Bildungssektor, bei Kommunen. Das wird Gegenstand unserer Gespräche sein. Wir haben weder Angst davor, dass es Schwarz-Grün gibt. Das ist okay, wenn das CDU und Grüne wollen. Wir haben keine
Sorgen davor, in die Opposition zu geraten. Wir haben auch keine Sorge, in die Regierung zu gehen, wenn die Inhalte stimmen. Und wir haben auch keine Angst vor Neuwahlen, wenn solche Verhandlungen scheitern, weil die Inhalte nicht ausreichend sind, um Zustimmung von Sozialdemokraten zu bekommen. Das ist das, was heute besprochen wurde. Sie kriegen den Beschluss nachher ausgehändigt. Ich jedenfalls war heute außerordentlich stolz darauf, der SPD anzugehören und das Vertrauen als Vorsitzender zu haben, weil in einer der schwierigsten Situationen nach einer Bundestagswahl diese Partei zeigt, dass sie handlungsfähig ist, dass sie weiß, in welche Richtung sie gehen will und dass sie sehr selbstbewusst in die nächsten Wochen und Monate hineingehen wird und dass am Ende bei uns die Mitglieder der SPD entscheiden und sonst niemand. Nein. Wir wissen das nicht, wann das sein wird. Der Parteivorstand hat heute ein sozusagen Team zusammengestellt für dieses Gespräch. Das ist nur ausschließlich für dieses Gespräch. Das ist neben dem Vorsitzenden und der Generalsekretärin sind das zwei Vertreter der Länder, Frau Kraft und Herr Scholz. Und darüber hinaus wird es natürlich der Fraktionsvorsitzende sein und auch der Kanzlerkandidat. Zumindest ist es mit garantiert so sein, dass jedes Mitglied eine Stimme hat. Ob es ein Entscheid oder eine Befragung ist, ist offen. Es hat ein bisschen was mit Terminlagen zu tun. In jedem Fall ist das, was dabei rauskommt, Herr Sturm, bindend. Und natürlich hat jedes Mitglied eine Stimme. Das weiß ich nicht. Any other business? Dann will ich jetzt nach Hause. Tschüss.